Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Georg hat mich gebeten, Sie zu begrüßen und das tue ich sehr gern. Es ist mir eine große Ehre. Sie sind Pioniere, Sie sind Türöffner. Wir haben uns verirrt. Es gilt, umzukehren, die Zukunft neu zu denken und danach zu handeln. Dazu ist es nötig, tief verankerte Strukturen und Muster zu erkennen und loszulassen. Manches Alte passt nicht mehr. Meister Eckhart sagt, die Frucht von Loslassen ist die Geburt von etwas Neuem. Als Hebamme weiß ich, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist. Dadurch wird Vertrauen in die positiven Kräfte und in sich selbst gewonnen. Es gilt, sich dem Lebensfluss anzuvertrauen, sich zu überlassen. Kinder erfahren bei der Geburt, dass am Ende alles gut wird. Sie sind gehalten und geliebt. So kann Urvertrauen wachsen. Mut und Zuversicht stellen sich ein. Nur wer loslässt, hat freie Hände, um die Zukunft zu ergreifen. Eine Zukunft, die wir für uns und unsere Kinder neu und besser gestalten. Machen wir uns mutig und voll Freude auf zu neuen Ufern. Dafür erbitte ich von ganzem Herzen allen Segen.